Ja, liebe Gemeinde, ich glaube, es wird Zeit für das nächste Update von der Baustelle hier. Es ist viel passiert, seitdem wir das letzte Mal so ein paar Eindrücke hier gezeigt haben, was hier auf der Baustelle passiert ist. Ja, wir haben diese Woche hier ganz tolle Fortschritte. Und zwar sind wir mit den Fenstern dran. Also Heinrich Ott geht da voran und wir konnten schon einige Fenster einbauen. Wie ihr auch sehen könnt hinter mir. Und ja, wir haben da ganz viel Spaß und das ist natürlich ein tolles Ding. Ja, man sieht halt den Fortschritt. Eine andere Sache, wo wir ganz fleißig beschäftigt sind, sind die Säulen. Da sieht man den Fortschritt nicht ganz so schnell wie bei den Fenstern, aber das Ergebnis ist einfach herrlich. Viele Männer aus verschiedenen Teams haben jetzt schon zig Stunden an den Säulen verbracht, die sich so langsam zu Prachtstücken entwickeln. Und ja, ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Säulen ja am Anfang verputzt waren. Wir haben den Putz vorsichtig gelöst. Ja, und dann wurden die Säulen komplett geschliffen, also mit so extra Schleifmaschinen. Und dann wurden die Fugen einzeln rausgefräst sozusagen mit einer Fugenfräse. Ja, sehr aufwendig und mühevoll, aber das Ergebnis ist jetzt schon super und es wird sicherlich noch viel schöner, wenn wir am Ende die Halle fertig haben und die Säulen da so hervorkommen. Wir haben jetzt noch die Streicharbeiten, da sind wir so ein bisschen in Vorbereitung. Also der Plan ist ja eigentlich, dass wir die ganze Dachkonstruktion in einer anderen Farbe streichen. Aber es geht nicht um die andere Farbe, sondern es geht halt darum, dass es grundsätzlich gestrichen werden muss. Und dafür streichen wir vorher so Metallstreifen, die nochmal zur Stabilisierung drunter gesetzt werden. Die werden natürlich dann in derselben Farbe gestrichen. Die haben wir ausgelegt, schon vorbereitet zum Anstreichen. Und an allen Enden und Kanten passiert was. Und das ist hier so der Stand der Dinge. Ja, dann haben wir auch noch besondere Aufgaben, die natürlich hier auch noch jede Woche erledigt werden müssen. Die Toiletten werden grundsätzlich am Samstagabend gereinigt. Also vielleicht nicht so gut, wie das eine Frau machen würde, aber wir machen es auf Männerart und wir geben uns viel Mühe dabei. Und ja, das ist immer wieder schön. Weil meistens geht das so, wenn wir am Samstagnachmittag sagen, wer putzt die Toiletten, dann machen alle den Finger auf die Nase und sagen, muss nicht. Und, aber es findet sich immer jemand, der es von Herzen gerne macht. Ja, grundsätzlich will ich einfach nochmal so von der Baustelle so einen Gruß sagen und mich auch nochmal bedanken für alle, die so an uns denken. Ich glaube, das kann ich im Namen aller sagen. Wir haben noch einige Aufgaben vor uns, die wir noch auch ins nächste Jahr rein noch durchführen wollen. Kannst du uns gerne auch mal hier besuchen, kannst dich gerne anmelden, mithelfen und ja, wir freuen uns auf das nächste Jahr, was ja schon bald hier auf der Baustelle auch antritt und sind mal gespannt, ob vielleicht nicht der eine oder andere sich einen Ruck gibt und sagt, hey komm, ich packe auch noch ein bisschen mit an. Ja, das war's jetzt, ich denke mal, für das jetzige Update, für den Stand und ja, ihr dürft gerne weiter einfach an uns denken und bis zum nächsten Mal.